Als nächstes zeigt Ihnen der Produktexperte Herr Moro das Smart Dosing Plus. Herr Moro, können Sie uns bitte einen kurzen Überblick geben? Ja, sehr gerne. Also hier sehen wir unser neuestes Smart Dosing Plus System, bestehend aus einem elektrischen Pumpenständer, der das Material über eine Schlauchleitung in den Auftragskopf fördert. Dazu gehört hier die passende Smart Dosing Plus Steuerung und hier am Roboter, jetzt hier an einem 10 Kilogramm traglastfähigen Roboter, den Smart Dosing Plus Auftragskopf. Was heißt eigentlich das Plus dahinter? Also das Plus bedeutet quasi die Weiterentwicklung unseres Smart Dosing Systems. Und im Speziellen bedeutet das, dass wir jetzt nicht nur den Materialfluss über den elektrischen Pumpenständer regeln können, sondern haben zusätzlich auch noch hier vorne den Auftragskopf dementsprechend weiterentwickelt, dass wir hier unten in der Düse einen Öffnungswinkel einstellen können, um so einen auf den Prozess abgestimmten Materialfluss zu erreichen. Welche Unterschiede oder Vorteile haben wir zu einem klassischen Dosierer? Zum klassischen Dosiersystem ist erstmal das Grundelement des klassischen Systems ist ja der Dosierer an sich, wo eine Materialkammer mit Klebstoff, mit Dichtstoff gefüllt wird und dann dieser Dosierer das Material aufs Blech aufträgt. Und der fällt hier in diesem System komplett weg. Wir sind in der Lage, aus dem elektrischen Pumpenständer direkt das Material aufs Blech zu fördern. Das bedeutet natürlich eine hohe Kosteneinsparung, weil der Dosierer an sich ist ein teures Produkt. Dieses würden wir einsparen, genauso die Ersatzteilhaltung. Es sind weniger Ersatzteile nötig. Und noch ein dritter Aspekt ist zum Beispiel der Auftragskopf hier vom Smart Dosing wäre auch an einem klassischen Dosierer kompatibel. Gibt es denn andere Besonderheiten? Ja, eine weitere Besonderheit ist natürlich der Pumpenständer. Die klassischen Varianten bestehen immer aus einem pneumatisch angetriebenen Pumpenständer, wo Sie links und rechts zwei Zylinder haben, die den Hub gewährleisten und in der Mitte noch einen Zylinder, der die eigentliche Pumpaktivität vornimmt. Von diesem Weg sind wir komplett weggegangen, haben ein komplett neues Produkt entwickelt, welches jetzt rein elektrisch angetrieben ist. Und mit diesem elektrischen Pumpenständer sind wir erst in der Lage, den Prozess so stabil zu halten, dass wir die Nähte auch wie nach Kundenvorgabe applizieren können, ohne einen Dosierer. Und welche Entwicklungen sind aktuell in Arbeit? Können Sie uns einen kurzen Ausblick geben? Aktuell arbeiten wir an einer dezentralen Variante des Pumpenständers. Das bedeutet, dass wir noch ein kleines Steuerungsmodul am Pumpenständer anbringen werden und somit auch kompatibel zu anderen Steuerungen sind über eine definierte Schnittstelle. Und eine zweite Entwicklung, die eigentlich schon einen Schritt weiter ist, die ist schon im Testlauf, ist ein eigenes Nahtüberwachungssystem, welches nicht nur die Breite und Höhe der Naht detektiert, sondern auch die Nahtlage auf dem Blech.